Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zur Bitcoin Info Mann Show 583 am 28. März. Wir sprechen über EOS und ja, warum ist der Coin hier gerade so gepumpt? Was ist da los? Über den EU-Upload-Filter und über die Börse Stuttgart und Axel Springer Verlag, die Kooperation für eine gemeinsame Handelsplattform im Kryptobereich. Wir beginnen mit dem Preis. Aktuell stehen wir bei 3.996. Also, ja, sind jetzt gerade vor ein paar Minuten wieder unter die 4.000 Dollar gefallen. Ja, die Spitze war bei 4.033. Ja, weit drüber kommen wir nicht. Auch beim letzten Mal ist es nicht wirklich rübergegangen. Mal gucken, ob der Bitcoin jetzt, ja, doch wieder abschmiert oder dieses Niveau hält. Bevor wir starten, hier wieder ein Danke an den Sponsor Bitwala Blockchain Banking. Ja, besorgt dir ein kostenloses Konto bei Bitwala. Link ist in der Beschreibung. Aber guck mal an, was bei EOS los ist. Ja, EOS ist ja gestern von 3,60 $ auf aktuell 4,20 $, 4,25 $ hochgelaufen. Ein richtig netter Run gestern. Und die Frage ist, was ist da los? Was ist passiert? Eigentlich erstmal nichts Besonderes. Ja, EOS war ja, es war ja ein bisschen länger still um EOS, hat ja jetzt nicht so wirklich viel gemacht. Und jetzt gab es aber gestern beziehungsweise am 25. März eine Ankündigung von Dan Larimer, dem Gründer von EOS, in dem er ja wirklich von großen Zukunftsplänen spricht. Und ja, vor allem im Juni sagt, für den Juni voraussagt, der Juni wird die größten Neuigkeiten seit der EOS-I-Ankündigung bringen. Und ja, vielleicht ist das der Grund für den Pump, für den netten Jump hier. Denn Dan Larimer ist jemand, der ja sich wirklich auskennt, hat ein hohes Ansehen in der Szene. Ich mag ihn auch sehr, denn er hat nicht nur EOS gegründet, sondern auch die Plattform BitShares oder auch Steam, die er mitgegründet hat. Und das sind beides Coins, ja, die wirklich sehr gut funktionieren. Und ja, das ist etwas, ja, wo viel Spekulation natürlich drin ist, ja. Das könnte ja wirklich der Grund sein für diesen Grund. Was genau es war, denn Larimer hat da nichts weiter verlautbaren lassen. Also es gab keine Details. Ich kann mir gut vorstellen, ja, dass der Coin vielleicht doch noch ein bisschen weiter hochgeht oder vielleicht jetzt auch schon wieder abfällt. Schwer zu sagen. Aber weiß es ja, kaufe bei Gerüchten, verkaufe bei Neuigkeiten. Also ich denke, bis Juni, wenn die News kommen, könnte der Coin noch weiter gut hochgehen. Und dann, ja, wie es so oft ist, wenn die News da sind und sie sind nicht ganz so, ja, schön, so ganz so mega interessant, wie versprochen wurde, dann geht der Coin halt mal wieder runter. Aber so ist es in der Kryptoszene, es geht hoch und runter. Und ja, Dan Larimer ist jemand, der mit viel Leidenschaft hinter etwas ist. Er wird ja auch oft kritisiert, weil er halt ja Projekte verlassen hat, wie Steam, um halt zum Beispiel EOS zu gründen. Also er sagt immer, er schiebt was an und dann ja verlässt er die Gruppe wieder. Aber bei EOS, ja, glaube ich, dass er noch einiges zu tun hat. Und ja, er teilt natürlich auch gerne gegen andere Plattformen aus, obwohl er immer sehr nett ist gegenüber der Konkurrenz. Und einige haben natürlich gesagt, hey, EOS hat bei weitem nicht so viele Entwickler wie Ethereum. Und das stimmt natürlich, ja, das hat er auch zugegeben, aber er sagt, hey, das liegt einfach daran, dass sie ja zu viele komplizierte Sachen im Grunddesign von Ethereum finden. Und egal wie viele Entwickler es wären, sie könnten das Ethereum-Problem nicht lösen, es sei denn, sie würden etwas Vergleichbares wie EOS.io nutzen. Ja, also ich bin mal gespannt. EOS hat ja auch von Vice Ratings ein gutes Rating bekommen. Die sehen dann auch den Coin ganz vorne. In China sieht man EOS auch ganz weit vorne. Ich bin gespannt, was hier dieses Jahr mit EOS noch passiert. Ja, dann kommen wir zum Thema, was viele Leute betrifft, nämlich der Upload-Filter. Die EU hat diesen Artikel 13, ich glaube, jetzt heißt er auch Artikel 17, mal eben durchgewunken mit einer Mehrheit von 348 zu 274 Stimmen. Und ja, die Entscheidung zeigt einfach mal wieder die Dringlichkeit eines dezentralen Netzes aus. Und der Kampf, ja, gegen diesen Artikel, der hat ja einige ja, Sachen nach sich gezogen und leider wurde jetzt zu Ungunsten der Freiheit entschieden. Ja, es wurden 5 Millionen Unterschriften gesammelt, hunderttausende Menschen haben demonstriert, es wurden persönliche Nachrichten an Abgeordnete des EU-Parlaments versendet und was hat es gebracht?
Nichts. Ja, da sehen wir wieder, die Politiker hören lieber auf den Willen von den großen Gesellschaften, von den großen Verlagen, als auf den Willen des Volkes. Aber das kennen wir ja. So ist es in der Politik. Und es ist natürlich so, dass das Ding erst in 2 Jahren in Kraft tritt. Also wir werden mal sehen, was bis dahin passiert. Aber Zensur findet ja auch heute schon statt. Bei Facebook oder YouTube, vielleicht kennst du es ja. YouTube muss sich ja auch diesen großen Verlagen beugen. Ja, wenn zum Beispiel du bist irgendwo, machst ein Video, es ist mir auch schon passiert, du machst ein Video irgendwo und im Hintergrund läuft irgendein bekanntes Lied, dann, ja, ganz lächerlich wird dein Video gesperrt, weil du hier eine Urheberrechtsverletzung hast. Und ja, wenn im Hintergrund irgendwo so ein Lied läuft, ist das so. Aber das ist ja klar, die Leute kommen ja nicht wegen deinem Video, sondern die wollen die schlechte Hintergrundmusik hören in schlechter Qualität. Deswegen, ja, sehen sie natürlich dein Video an. Ist ganz klar. Und ja, der Upload-Filter, der ist wirklich ja, heiß umkämpft, heiß diskutiert auch. Und das wird sich zeigen, ja, was das jetzt für Auswirkungen hat auf die YouTuber. Bei Facebook, wir kennen es ja schon aus dem Bereich Krypto. Krypto wurde ja komplett zensiert bei Facebook. Es wurde jetzt ein bisschen gelockert, das Verbot bezüglich Werbung. Aber auch hier haben die Unternehmen es noch schwer, wirklich da ein bisschen, ja, Werbung auch zu machen. Facebook sagt natürlich, sie wollen die Leute vor Scams und so weiter schützen. Aber es betrifft natürlich auch viele gute Unternehmen. Und ja, mal gucken, wie es wirklich hier weitergeht, was Artikel 13 wirklich möglich macht. Ja, vor über 4 Jahren hat der Sascha Lobo auch schon gesagt, das Internet sei kaputt. Auch Tim Berners-Lee, ja, der Erfinder, sagt, er war entsetzt, um zu sehen, was aus seinem Internet geworden war. Also so eine Art Kontrollmedium. Und ja, die digitale Welt ist auf jeden Fall schon nicht ganz mehr so in Ordnung, wie man das sich vielleicht wünscht. Und jetzt sehen wir eine weitere, meiner Meinung nach, eine weitere Fehlentwicklung hier der EU von Leuten, die meiner Meinung nach auch wieder weniger Plan haben. Ist es jetzt das Ende des freien Internets? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, also ich glaube nicht dran. Fakt ist, es könnte die Entwicklung auf jeden Fall nachhaltig prägen, aber ich sehe da keinen Grund zur Trauer aus dem einfachen Grund, weil wir die Blockchain haben, Leute. Wir haben die Blockchain, wir haben hier die jetzt ein schönes Zeichen für die Notwendigkeit einer noch größeren Dezentralität. Und vielleicht ist es Zeit, wirklich diesen Plattformen ja, zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja? Und die Social-Netzwerke, Content-Plattformen auf dezentralen Blockchains, ja, die schießen weiter aus dem Boden und ich hoffe, die bekommen jetzt weiter Zulauf. Ich bin ja eh schon ein großer Fan von Steam, ja, und da ist alles dezentral, mehr oder weniger. Natürlich kann man das Frontend steamit.com zum Beispiel zensieren, ist ganz klar, aber die Daten bleiben weiterhin auf der Blockchain und man kann natürlich über ein anderes Frontend auch, könnte man darauf zugreifen, ja, und das ist die Frage. Das liegt natürlich jetzt auch an uns, wie die Menschen mit solchen Nachrichten umgehen, ob die Menschen das wirklich realisieren, ob die Menschen bereit sind, ja, auf dezentrale Plattformen umzusteigen. Die müssen auf jeden Fall besser werden, das ist keine Frage. Denn die meisten Nutzer, die tun nichts Illegales, die wollen auch nichts Illegales machen, sie wollen einfach nur frei ihre Sachen nutzen, hochladen, ohne zensiert zu werden. Und ja, das ist etwas, glaube ich, was in Zukunft immer verstärkt auftreten wird. Und ich hoffe, dass es viele, viele Menschen Richtung Blockchain treibt, viele Menschen Richtung Steemit. Falls du noch nicht auf Steemit bist, komm auf Steemit. Ja, wir haben ja auch dann zum Beispiel DTube auf der Blockchain, auf der Steam-Blockchain, wo eine dezentrale Videoplattform, dezentrale Podcast-Plattform. Also da tut sich einiges und ja, ich hoffe, dass es wirklich hier etwas bringt. Wir werden es sehen in den nächsten Jahren. Lang lebe Steam, lang lebe das dezentrale Social Media, was jetzt hier gerade geboren wird. Und vielleicht befinden wir uns jetzt in der Geburtsstunde, ja, der nächsten großen dezentralen Social Networks der Zukunft. Welche das sind, hey, das werden wir wirklich sehen. Aber ich glaube, es ist Zeit zu wechseln. Jo, gucken wir mal rüber nach Stuttgart. Die Börse Stuttgart und der Axel Springer Verlag gehen eine Kooperation ein, ja, um gemeinsam eine Blockchain-gestützte Handelsplattform zu entwickeln. Das wurde gestern bekannt gegeben im Nachrichtenportal. Und ja, das gemeinsame Projekt soll ein Informationsdienst sein für Anleger auf der einen Seite, andererseits eine Blockchain-basierte Handelsplattform. Ja, Börse Stuttgart ist natürlich schon eine Hausnummer. Die haben ein Handelsvolumen von 71 Milliarden
Euro gehabt in 2018 und die werden auch der größte Anteilseigner an der neuen Plattform sein. Und Axel Springer und Finanzennet werden 30% am Unternehmen halten. Das Ganze wird in Stuttgart natürlich sein, wollen auch ein Büro in Berlin einrichten. Und ja, in der Pressemitteilung heißt es, Axel Springer hat natürlich schon weitere erfolgreiche Digitalunternehmen aufgebaut. Und ja, jetzt wollen sie halt hier auch diesen Schritt wagen. Wie das Ganze heißen soll, wurde noch nicht gesagt. Es soll im Sommer 2019, also diesen Jahres, auf den deutschen Markt kommen für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren. Aber eine Zulassung der deutschen Behörden steht allerdings noch aus. Aber ich glaube, bei so großen Unternehmen wie Axel Springer, ja, die viel Einfluss haben und auch die Börse Stuttgart, sollte das mit der Zulassung kein Problem sein. Und ja, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Börse Stuttgart sagt auch, dass die neue Plattform ein umfassendes und integriertes Angebot rund um digitale Assets machen will. Von fundierter Information über den Handel bis zur Verwahrung. Also wir kommen hier wirklich, die Großunternehmen kommen in die Kryptoszene rein. Es ist ein gutes Zeichen, ob ich persönlich das dann nutze. Ja, das ist ja eine andere Sache, ob du das persönlich nutzen willst. Aber ich glaube, das ist ein ganz klares Zeichen hier für die Leute, dass wir hier in der Mitte der Gesellschaft ankommen, so langsam mit Kryptos und Handel und so weiter und so fort. Und ja, nichtsdestotrotz stehen wir dennoch am Anfang, weil weltweit nutzen sehr, sehr wenige Menschen überhaupt erst Coins. So, gucken wir mal auf CoinMarketCap. Wir stehen bei 142 Milliarden, Trading-Volumen 35 Milliarden, Bitcoin-Dominanz 50,3%. Und ja, der Bitcoin leuchtet noch grün. EOS hat einen netten Jump gesehen, immer noch 4% plus zu gestern. Sonst ja, leichtes Plus bei den meisten Coins, also nicht so viel Bewegung. Aber Tezos, die haben nochmal 11% zugelegt zu gestern. Top-Gewinner ist dann Ravencoin, mal wieder Ravencoin, also der geht wirklich ab, der Coin, mit 23,48% Kursplus zu gestern. Top-Verlierer hingegen ist ABBC Coin mit knapp 8% Minus, also auch für die Trader unter euch wieder einiges dabei. Jo, das war es von mir, Leute, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, gebt mir ein Upvote auf Steemit, verdient die Kryptowährung Steem dort. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!